Und weiter geht's mit Assassin's Creed Brotherhood. Juhu. Mal gucken, was wir heute Schönes machen. Entweder können wir Missionen machen oder noch ein paar Türme oder Aussichtspunkte. Gut, noch ein bisschen Geld. Vielleicht können wir uns neue Rüstungsteile kaufen. Das wäre schön. Erstmal alles reparieren. Oh, erfordert die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Mann. Ciao, Signore. Langweilig. So. Ach, ich habe Lust, die Mission zu machen. Ich möchte die Mission machen. Wenn wir die Schnellreisesysteme in unserem Haus benutzen, oder in einem Versteck, ich bin gerade durch das Pferd gelaufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einfach mal durchs Pferd laufen. Hier war's. Da ging es raus. Da ist es doch. Sauber. Panetton ist am nächsten. Sparen wir uns die Hälfte der Zeit. Ne. Wuhu. München. München. Ezio ist München-Fan. Guckt. München. München. So. Der war betrunken, der da gerade gelabert hat im Hintergrund. Einkommen eingezahlt, 0 Florin. Oh, ich war zu schnell. Ich hab das Geld vorher schon rausgenommen. So. So. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig? Chiudi la bocca! Niemand beleidigt die Borgia! Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet! Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein! Eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. In die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Nicht entdecken lassen. Ich werde das schon mal jetzt ankündigen. Es wird passieren. Wir werden entdeckt. Da wette ich drauf. Da wette ich sowas von drauf, dass wir entdeckt werden. Das habe ich noch nie geschafft, ohne entdeckt zu werden. Hopp. Hopp. Kletter weiter, Ezio. Kletter, kletter, kletter. So. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Kerle. Wie soll ich die alle unentdeckt eliminieren, bitte? Alter, das ist eine Herausforderung. Gibt's hier das Feature Pfeifen schon? Nein, natürlich nicht. Komm her. Im Namen der Wacht. Ja, mir ist egal. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
Bestimmt hätte ich hier mitarbeiten müssen. Alter. Trifft doch. Da steht eine Leiter, aber meist mir sind so schwer. Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Roma. Sie ist in guten Händen. Okay. Ich glaube, ich bin hier falsch. Einen Weg ins Innere des Turmes finden. Bitte? Ah, schönen guten Tag, der junge Mann. Sie hatten gebucht? Eine Reise, eine tiefe Reise ins Nichts. So, jetzt hier runter. Schönes, hier bin ich immer entdeckt worden. Er hat doch was zu verbergen. Komm her. Der traut sich aber nicht ran. Och Mann, Ezio. So. Ich sage oft so. Fällt mir gerade mal so wieder auf. Er ist mir bekannt, aber woher? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Was sowas von überhaupt nicht. Yay, reinklettern ist immer so schön. Es fällt ja gar nicht auf, wenn hier so einer da lang klettert. Nein, überhaupt nicht. Von da würde ich mich auch nie hochtrauen zu klettern, ganz ehrlich. Ezio ist sehr, sehr mutig. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Incest incoming? Cesare Borgia. Okay. Ich hab Angst. Beim Fallen lassen. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Ja, wir können sie nicht mehr töten. Rodrigo ist nicht da und Cesare ist auch nicht da. So, und jetzt geht's hier hoch. Und alle hops.
Alle hopsala, alle hopsasa, alle hop 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 hopsasa. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Aua. Sperrt ab und gib mir den Schlüssel. Sperrt ab und gib mir den Schlüssel. Lucrezia Borgia, Datenbankeintrag. Katharina Sforza aus ihrer Gefängniszelle befreien. Wird gemacht. Ich muss gerade das Headset mal neu richten. Es hat gedrückt. Ach, Mann. Hey, du. So. Und hinein mit uns. Das sieht falsch aus. Wir wollen ja... Nee. Bisschen hochgeklettert, ne? Da müsste hier doch unten sein. Hey, du. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Hey, du gerufen. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin? So, die werden weg. Bocksteiger. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, wo soll sie denn hin? Femi Fatale, den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Gesundheitsquadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Ich wollte schon Gesundheitsquadrate sagen. Och Mann. Lucrezia in einer der oberen Etagen der Burg finden. Nutzen Sie das DNA-Mint, um die Mission erneut zu spielen. Sie haben E-Mails erhalten. Ich werde jetzt nicht rausgehen. Das wäre ja Schwachsinn. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er macht meinen Mann um. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns... Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Cesare, ich habe alles mit angehört, mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Was ist denn das für ein hinterhältiges Biest? Alter. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Das ist ja ein richtiges hinterhältiges Biest. Er liebt mich nicht. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Hoppala. Wahl. Wache! Ich habe gerade auf den Knopf von meinem Headset gedrückt. Hoppala. Hab mich nur erschreckt, weil es urplötzlich gepiept hat. Hey, da kommen noch mehr, oder? Kommt her. So, du bist weg.
Lucretia als Geisel nehmen. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Lucretia mit... Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Aber wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, haut rein, euer Hanselmann. Ciao.